So, willkommen zurück zu Chernobylite. Und zwar befinden wir uns in Staffel Nummer 2 und somit in der letzten Folge Nummer 10. Können wir hier nochmal den Projektor anschmeißen. Da mal ein bisschen durchschlafen lassen. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt in Folge Nummer 10. Werden damit auch dann Staffel 2 beenden, warten dann auf das nächste Mega-Update von Chernobylite. Und sobald das Update zur Verfügung steht, werden wir mit Staffel 3 Folge 1 beginnen. Wie gesagt, da ist ein neuer Charakter dabei, der unsere Base beitretet, eine neue Mission, ein neues Levelabschnitt. Da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr gespannt. Wann das Update kommt, weiß ich nicht. Das kann noch in April kommen. Das kann noch irgendwann in Mai kommen. Habe ich noch keine Informationen. Aber wir werden sehen. Sobald das Update da ist, legen wir los. Okay, bei der Base brauchen wir erstmal nicht gucken. Das sieht ja da erstmal alles sehr gut aus. Die Vorratskammern sind auch extrem voll. Also kann ich nicht meckern. Okay, heute mal kein Radio. Okay. Вас понял на 41. Действуйте согласно приказу. Все чисто. Прием. Voice in Radio. Ты что творишь? Прикидываюсь синей птицей. Это позывной штаб-квартиры НАТО. Собираю информацию, знаешь ли. Слушал радио, что-то заскучал. Mir ist langweilig, wenn ich immer Radio höre. Er könnte aufgespürt werden, kluger Schachzug. Es ist rücksichtslos. Заскучал, не заскучал, это было глупо. Они могут нас выследить. Это вряд ли. Радиостанция отлично справляется с алгоритмами шифрования. А я достаточно убедительно звучу роль офицера. Уж поверь мне. Я тут нашел кое-что, что тебя лично наверняка заинтересует. Нар откомандировал отряд солдат на поиски каких-то старых документов, датированных концом 86-го. 86-й год. Мой судебный процесс. Исчезновение Татьяны. Продолжай. Похоже, под санаторием Изумруд есть какие-то секретные помещения. Санаторий Изумруд? Помню, дети обожали это место. Похоже, эти помещения принадлежат КГБ. Там они проводили какие-то эксперименты, но ничего толком не ясно. Es lohnt sich zu prüfen, es lohnt sich nicht nachzusehen. Не думаю, что там что-то важное. Нар просто гоняется за собственным хвостом. Согласен. Рад, что к тебе возвращается здравый смысл. Отлично. Okay. Wie versprochen, gehen wir, wie gesagt, nochmal im Roten Wald. Munitionsabwurf. Wir haben NAR-Soldaten über Funk über den Abwurf der Munitionsversorgung im Rotwald sprechen hören. Wir müssen schnell sein. Der Abwurf ist für heute geplant. Da wollen wir auch hin. Kopachi 73%, 83%. Shikmatara kann dahin. Pripyat-Port, Kiste mit Medikamenten auf Pripyat fallen gelassen. Das kann natürlich er machen. Ja, und Kopachi muss dann unser Oliver. Ausgegrabene Dokumente. Wenn wir hier irgendwann mal 5 Leute in der Base haben, oder 6, 1, 2, 3, vielleicht 4, 5, 6, dann haben wir 6 Leute in der Base. Die Karte wird sich, denke ich mal, dann noch erweitern. Pripyat könnte ich mir irgendwo. Naja, müssen wir mal gucken, wo ist das Pripyat Center? Wo das dann ist? Weder ist das hier irgendwo oder hier. Eins von bin. Ich würde sagen,
Legen wir los. Let's go. Wer sich da mal rinbeamt, Alter, mit die Hände so. Ну я же говорю, она совсем с ума сошла. Тише, Ан, пожалуйста. Видишь ли, Танюша, мы все думали, что ты станешь скрипачкой, как я. Или балериной. Ох, это ужас какой-то. Такой талант спустить на физику. Auf geht's. Red Forest. Roter Wald. Let's go. So. Ein paar Vorräte, ne? Kann ich schon. Nehmen wir das hier alles mal mit. 0,1 Leute, ich bitte euch. Gibt mir bloß nicht so viel, ey. 0,3 0,6. Sind sie heute magnetisch, ja? So, Lebensmittelvorrat ist da. Ja, Munition reicht. Dicker. Ich denke mal, hier braucht man nicht hinbauen. Das werden wir schon hier irgendwie überleben, solange wir nicht wie in irgendein Loch fallen. Okay, 8. 8 Mikrosievert, 10. Ah, 17. Das ist schon ein bisschen zu hoch. So, ich hoffe, dass sie da auch ordentlich Munition am Start haben. Oh, 24 Mikrosiever, ey. Das ist ein bisschen viel. Was sagt denn unsere Energie? Na gut, okay. Ein Balken ist runtergegangen. Ist jetzt nicht tragisch, aber sollten doch schon ein bisschen aufpassen. Kräuter, Pilze, das ganze verstrahlte Zeug, ey. Bin ich erstmal auf das neue Update gespannt, ey. Endlich dann wieder mal ein paar neue Missionen. Okay, das ist ja schon wieder ein bisschen zu heftig. Zeigt dann euch mal die Kralle, die da hinten liegt im Wald irgendwo. Von Tschernobyl. Da ist ein Häuschen. Aber ich denke mal, da werden wir nicht rinkommen. Ah, 10 Mikrosieve. Mechanische Teile 0,1, ey. Das ist ja nicht gerade die Bombe. Okay, willkommen. Wir gehen erstmal hier hoch und müssen ja sowieso in die Richtung. Gut, da braucht man nicht rinnen, weil da fallen wir auf jeden Fall wieder ins Loch, ey.
Oh, 13 Mikrosiever, 14. Oh, nee, da geht's überhaupt nicht lang. Weil das wird uns sofort weghauen. Ja, die sind wirklich ein bisschen stressig, ey. Man muss schnell reagieren, ey. Zum Glück haben wir genug Revolvermunition im Lager. Lass dich. Aber die Shotgun, die werden wir auf jeden Fall später auch noch ein bisschen ausbauen. Die Pistole werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen ausbauen. Vielleicht einen Schalldämpfer, ruf mal gucken. Auf der Pistole. Auf der Shotgun ein Laser vielleicht, mal gucken. Oder ein neuer Schaft. Oder mehr Magazin. Gucken wir mal. Was wir da so basteln können dann. Aber zuerst werden wir hier erstmal alles aufsammeln. Die lassen auch hier keinen Ruhe, ey, Mann. Das begreifen die irgendwie nicht, ey. Wenn da einer kommt mit der Shotgun, Alter, dann wirkt auch meine Beine in der Hand nehmen, ey. Und mich nicht wegpusten lassen. Wenn ich jetzt eher wäre. Aber das muss er wissen. Ich staune, dass wir überhaupt was finden. Sagen wir mal so. Bei einem roten Wald ist es manchmal sehr mager, was Loot angeht. Pilze 0,3. Bei der Strahlung, Alter, müssten da normalerweise 20,5 stehen, ey. So, da hinten, wo der rote Rauch ist, da müssen wir hin. Ja, die kommen einfach aus dem Erdboden. Und dann stehen sie in hinter... tauchen ab. Und tauchen hinter dir wieder auf, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ja, 12 Mikrosieber, 9, 6, 7. Hubschrauber. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt hier Söldner irgendwo sind. Aber wir halten die Shotgun schon mal bereit. Ja, komm her. So, du auch? Dann komm her. Lehn dich mal zurück, ey. So, Loot ist am Start. Wahnsinn, wie viele gibt es denn davon noch, ey? Mann. Wäre ja cool, wenn wir jetzt hier reingekommen wären. Shotgun. Revolvermunition. Riffel-Armo. Und Revolvermunition. So, hier eine schöne Kralle, aber ziemlich wenig Mikrosieber nach meines Erachtens. Also würde die wahrscheinlich nicht sein, weil das müsste mein Messgerät aus allen Löchern schlagen.
Aber wenn man mal da hinten so guckt. Ich guck mal, ob ich mich jetzt hier irgendwo aufstellen kann. Da hinten, das sieht mir danach aus, dass das doch der neue Sarkophag ist, oder? Da täusche ich mich nicht, das ist der so, ja. Ja. Weiß jetzt nicht. Ziehen, ob ich jetzt ein Fernglas hätte? Ne, ich habe leider kein Fernglas, schade. Sonst hätte ich mal gesagt, wir gucken da mal rüber. Aber das ist der neue Sarkophag, ey. Wenn man das noch betreten könnte, ey, göttlich geil. Ja, das wert natürlich. Aber wie der Hubschrauber hier landet ist, abgestürzt vielleicht. Wie auch immer. So, wir probieren mal, ob wir hier lang können. Naja, das ist der neue Sarkophago da hinten. Drei Mikrosieber. Ich probiere mal. Wie weit komme ich denn eigentlich nach vorne, ey? Na gut, nicht sehr weit. Schlägt auch sofort das Messgerät an. Ey, das ist so viel Warnschilder, wie hier stehen. Ja. Lassen wir das mal. Oh, okay. Ich hab's begriffen. Da sollen wir nicht lang. Ja, es wird Zeit wirklich, dass wirklich das neue Update kommt. Dass wir dann wirklich mit neuen Missionen starten können. Der neue Charakter dann in unserer neuen Base. Dann werden wir die Base noch weiter ausbauen. Die Mission werden wir uns machen lassen in der Base. Die Waffen werden wir ausbauen. Oh, da kommt noch so ein Jet. Aber gut, jetzt haben wir jetzt einen Waffenvorrat gefunden. Vielleicht ersparen wir uns das Herstellen, weil das kostet ja auch alle Ressourcen. So, der Pilz wächst unterm Boden, okay. Warum eigentlich auch nicht? Ein Fernglas wäre natürlich noch optimal. So, da hinten haben wir noch was. Bestimmt Chemikalie. Jawohl. Ist das hier eine Hundehütte? Oder eine Abstellkammer? Ja, hier, das weiß ich auch nicht, was das ist. Boah, 18 Mikrosieber, ey. Weil letztes Mal stand der da oben einer. Ja, da stand der letztes Mal einer. Vielleicht auch so ein Handelsposten. Gucken wir mal. Chemikalie. Ja, dann sind wir ja immer komplett durch hier. Munition verschwinde ich jetzt nicht mehr für die, die da rumlaufen. Ja, sieht so aus, als hätten wir hier alle gelootet und alles mitgenommen.
können natürlich da hinten nochmal gucken. Ach, hier ist noch was, sehr schön. Ich hoffe, der kommt nicht zu uns. Na, der wird zu uns kommen. Ich hab ihn gewarnt, ey. So, wer will, kann das hier mal übersetzen. Okay, da sollten wir nicht lang. So. Mal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Aber sieht nicht so nach aus. Frag mich, was das hier ist, ey. Sieht aus wie Körperteile, die hier rumliegen. Absolut nervig, die Dinger. Wisst ihr, was die von uns wollen? Keine Ahnung. Blut, unsere Ausrüstung, unseren Loot, keine Ahnung. Habe ich denn überhaupt noch meine Gasmaske? Ja. Ja, anscheinend haben wir wirklich alle die Lootet, was hier rumliegt. Gut, hier ist noch ein Pilz. Pilze. Na gut, Kleinigkeiten liegen hier noch rum. Gut, da gehen wir mal nicht lang. Mag unser Messgerät nicht. Strahlung zu hoch. Ne, anscheinend sind wir hier auch komplett durch. Dann würde ich sagen, gehen wir hier mal raus und gucken mal, ob unsere anderen Stalker auch die Mission erfolgreich abgeschlossen haben. So, mal gucken, kommt hier noch so eine Informationstafel? Mal gucken. Ну я же говорю, она совсем с ума сошла. Тише, Ан, пожалуйста. Видишь ли, Танюша, мы все думали, что ты станешь скрипачкой, как я, или балериной. Ох, это ужас какой-то. Такой талант спустить на физику. Die Atomphysikerin. So, ich hoffe, die waren mit ihrer Mission erfolgreich. Ach, Oliver, ey, Mann, ey. Eine Kräuter, ey. Kiste mit Medikamenten auf Briefblatt fallen gelassen. Ein Medikit, zwei Arzneimittel und einmal Alkohol. Auf jeden Fall besser als Janisch. Auf jeden Fall kriegen sie alle hier was zum Speisen. Dann sind sie nämlich alle glücklich. Gut, Fähigkeiten braucht man nicht ausbauen, weil die haben ja hier nichts. Эй, мышь, а неплохо получилось, скажи. Теперь сможешь стрелять и не мазать? Oder hat er diesmal hier was zu bieten? Ne? Ja, was könnten wir da nehmen? Ja, müssen wir da das erste nehmen. Will er mich mit meinem Stock, mit seinem Stock hauen oder was? Ist denn mit ihm nicht in Ordnung, ey? Reiß ihm gleich die Gasmaske vom Kopf, ey.
Ne, ich habe mir dann auch schon Notizen gemacht. Ich habe mir hier 6 kleine Zettel gemacht, was wir halt später hier noch ausbauen werden. Und deswegen brauchen wir auch den fetten Loot. Und ich denke mal, es wird sehr cool. Also ich habe mir wirklich sehr, sehr geile Sachen aufgeschrieben, die ich dann auch verwirklichen werde. Und dann sieht die Base noch geiler aus. Versprochen. Okay. Sieht so aus, als wäre da wirklich schon alles voll. Müssen wir mal gucken. Oh, das ist auch alles voll. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch eine Vorratskammer bauen, weil das wird ja immer enger hier. Kräuter können wir noch damit drin packen. Mechanische Teile. Chemikalien können wir noch mit drin packen. Das brennbare Zeug. Ja, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Dann haben wir hier fast alles vollständig. Außer hier fehlt noch 1,8 mechanische Teile. Hier fehlen noch 19,5 Chemikalien. Dann haben wir hier alles voll. Brennbar brauchen wir noch 11,8. Und hier elektronische Teile 14,5. Jetzt sind 1, 2, 3, 4 Sachen, die wir noch voll kriegen müssen. Auf jeden Fall. Munition braucht man keinen Kopf machen, was Revolver angeht. Ja, Gasmaske haben wir auch ziemlich viele. Lebensmittel. Ich weiß gar nicht, wo ich die Lebensmittel hinpacken soll. So, eins brauchen wir. Ein Medikit brauchen wir. Ja. Das könnte man dann auch rauspacken. Das könnte man auch rauspacken. Griffel Armo für die AK lassen wir auf jeden Fall drinne. Weil das brauchen wir. Ja, Gasmaske. Da reicht eigentlich immer, wenn man 3 mitnimmt. Also das ist auch total übertrieben eigentlich, was wir hier eigentlich mitnehmen. Wir nehmen mal 3 mit und gucken mal, ob das reicht. So. Auf jeden Fall noch eine Vorratskammer, ey. Ist ja wirklich alles voll. Na gut. Kriegen wir schon hin. Dann werden wir uns hier mal uns ins Bettchen legen. Ja, aber Clou ist, füllen immer noch 5 von 7, ey. Also füllen uns noch 2, ey. Die Wurmloch-Untersuchung wird die ganze Nacht dauern. Bist du sicher, dass du den Abend beenden möchtest? Aber na klar. Okay, dann schauen wir uns das hier mal an. Oh, Alter, komm mal vor wie im Kraftwerk, ey. Kaffee Pripyat, Afternoon, 25. März 1986. Das war ein Tag vor der Explosion.
Frag mich, wo wir hier sind, ey. Schade, den kann ich leider nicht aufnehmen. Ja, stimmt. Ja. Ja, na klar. Das sieht wirklich so aus. Ja, das riskiert man nicht, sonst falle ich da wirklich noch runter. Leningrad, 25. April 1986. Ja, auch leider auch nur in Englisch. Schade eigentlich, und keine Vertonung. Und das Piepen, was ihr immer hört, das ist ein Screenshot bei Steam. Aber schick eingerichtet, ey. Ah, wir kommen auch dann gar nicht mehr raus, okay. Ein Tisch mit Stuhl, beste Aussicht, schöne Küche, könnte man sich da glatt mal zum Fressen machen. Aber hinsetzen wird ein bisschen schwierig. Aber sonst, von 1986, tipptopp die Küche. Café Pripyat, 10. September 1990. Wie gesagt, ich hab's euch versprochen, es gibt immer was zu entdecken. Ne? Zwar immer gleiche Missionen, aber ihr seht es ja selber, ne? Es kann sich eine Menge ändern. Also heißt es nicht immer. Es ist alles gleich. Also das sieht aus hier, weiß ich nicht, irgendwas zum Röntgen war, oder? Habe ich leider keine Ahnung. Muss ja, na klar, das ist ein Röntgengerät. Das ist ja hier ein Röntgenblatt. Warte mal, ja, könnte hinkommen. Ja, so eine Hände habe ich eigentlich auch nach den 20 Parts, die ich hier geschrubbt habe, sehen meine Hände wahrscheinlich genauso aus. Nun. Vielleicht irgendwelche Experimente hier? Wer weiß. Quatschen die ganze Zeit von irgendwelchen
Duga-Radarstation, aber hm. Ja, das ist ein Röntgengerät, ja. Deko-Deck. Ja klar, steht ja auch wahrscheinlich auch hier, wa? Deko-Drong. Es ist ein Röntgengerät, auf jeden Fall. Ha. Ach, das... Wisst ihr, was das ist? Das ist so ein... wie so ein Ultraschall ist das da, ne? Das kenne ich nämlich, so ein Gerät. War vielleicht Tatjana schwanger? Wer weiß? Ich weiß es nicht. Ah, das sieht schon wirklich sehr nach Pripyat Center aus hier. Jetzt nicht in der Stadt, aber die Umgebung hier so. Das Café. Das ist schon komisch. Warte mal, Moment. Ich will jetzt hier nicht durchrennen. Sondern wir sollen uns jetzt auch alles mal schön begutachten. Ne? Also wenn ihr hier irgendwo einen Autoscooter seht oder so, dann wisst ihr Bescheid. Sieht schon cool aus. Mann, ich bin ja heiß wie Frittenfett, ey. Da hinten ist eine Statue. Das war auf jeden Fall mal sehr interessant, ne? Habe ich mir schön als letzte für den letzten Part aufgehoben. Ja, wie gesagt, bis das Update kommt, geht es dann natürlich ganz normal weiter. Wenn ihr euch wundert, wenn mal Montag oder Freitag keine Folge kommt, dann wisst ihr dann ganz genau, das Update ist noch nicht erschienen. Wie gesagt, sobald das da ist, werden wir sofort loslegen und die ersten Parts machen. Wieder auch bis Staffel 3, bis Folge 10. Das machen wir so wie immer komplett voll. Ja, dann bedanke ich mich erstmal für all die Zuschauer, die bis jetzt am Ball geblieben sind, ne? Die Staffel 1 geguckt haben bis 10, Staffel 2 bis 10 geguckt haben. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wollen wir so bleiben, immer von Montag bis Freitag, oder wollen wir uns andere Tage aussuchen? Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare posten, würde mich freuen drüber. Ihr könnt ja mal posten, wie bis jetzt euch Staffel 1 gefallen habt, Staffel 2, ob ich meine Arbeit gut mache, was das Gameplay angeht, die Kommentare, die Sprache, die Audioqualität, das Gameplay, die Grafik. Könnt ihr ja ruhig mal eine wirklich dicke, fette Bewertung da lassen, weil ich weiß ja nicht, ob es euch gefällt. Ich lese zwar die Kommentare von euch, dass das alles schön und gut ist, aber das ist noch ein bisschen zu wenig und da muss mal was geschrieben werden von euch, wo ihr wirklich sagt, man, das ist wirklich top, weitermachen, ne? Würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Ja, ihr könnt natürlich das Video liken, ihr könntet auch disliken, ihr könntet melden, ihr könntet löschen, ihr könntet runterladen, ihr könntet Video teilen, wenn ihr wollt, auf Facebook, Twitter oder wo auch immer ihr unterwegs seid. Ja, und einen Kommentar natürlich, eine kleine Bewertung, Like da lassen. Dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall in Staffel 3 und in Folge 1 wieder. Also, haut da rein. Euer Razor Ice Code, Shadow Be Light, Staffel Nummer 2, Folge Nummer 10. Dankeschön und bis dann.